Hallo! Hallo! Wir haben heute etwas richtig Schönes vor und nicht nur heute, denn wir beide sind gerade auf dem Weg nach Berlin für meinen Junggesellenabschied! The story of my life. Denn wenn ihr das Video seht, dann ist alles schon vorbei. Wir werden heiraten und das in 18 Tagen, glaube ich, ne? 18 Tage haben wir vorhin ausgerechnet. Und weil man ja jetzt schwanger nicht mehr so viel machen kann, ich bin im 7. Monat heute, haben wir uns entschieden, wir fahren ein Wochenende zusammen weg nach Berlin, lassen es uns mega gut gehen und machen richtig schöne Sachen und da nehmen wir euch natürlich mit. So, wir sind schon fast 3 Stunden unterwegs und sind auch jetzt bald da, laut Navi. Wir haben so ungefähr das coolste Hotel in ganz Berlin gebucht, denn wir fahren ins Bikini Hotel. Yes! Und das ist direkt am Zoo, beziehungsweise über dem Zoo. Und man kann von den Zimmern aus in den Zoo reingucken, zumindest aus den Zimmern, die wir gebucht haben. Es ist gerade im Tunnel, sorry für das Licht. Wir sind mega aufgeregt und wir freuen uns. Und zum Thema Zoo, wir haben uns für morgen auch schon Tickets für den Zoo gebucht. Das heißt, da werden wir morgen den Tag verbringen. Und ja, heute müssen wir mal gucken, was wir machen. Ob wir bummeln gehen, ob wir shoppen. Und vor allem gehen wir essen. Oh ja. Also wir wollen ganz viel essen. Wir wollen Donuts. Mindestens 10. Jeder. Pro Person, genau. Und ja, ich glaube, es wird ein sehr, sehr, sehr leckeres Wochenende. Oh, ich hätte auch voll Bock auf Currywurst. Oh, so eine richtige Berliner Currywurst, da kann ich auch dir was geil, empfehlen. Ne? Yes, also wir finden bestimmt was Leckeres. Und wir haben so, so, so mega Glück mit dem Wetter, denn es sollen jetzt irgendwie die Tage 25 bis 30 Grad werden. Wir haben jeder, also wir bleiben 2 Nächte, ich glaube, wir haben jeder 10 Outfits im Koffer ungefähr. So ungefähr, ja. Also wir haben für jedes Wetter was dabei, wir sind gewappnet, wir haben verschiedene Schuhe mit, es kann alles kommen, wir werden das rocken. Und ja, werden uns dann noch so ein paar Gedanken zur Hochzeit machen. Mhm. Und ja, das wird bestimmt cool. Nicht, der kostet 25 Euro stand oben. Und? Yes. Es ist ein mega, mega cooles Zimmer. Der Ausblick, es ist der Hammer. Es ist so, so, so schön. Ich bin aufgeregt. Und das Beste an diesem ganzen Zimmer ist was, Sofa? Die offene Dusche? Es gibt hier Handtücher. Achso, ja. Okay. Gestern Abend kriege ich von Sofa eine Nachricht. Denk dran, Handtücher einpacken. Und ich so, warum Handtücher einpacken? Ja, da steht nicht, dass das Hotel Handtücher hat. Also, ich habe schon Dinge erlebt in meinem Leben. Das könnt ihr euch überhaupt nicht also, vorstellen. Hab ich dann? Ich habe einen Föhn gefunden. Das ist auch Föhn. Praktisch. Also habe ich dann angerufen im Hotel und sagt, todesmutig. Ja, todesmutig. Und hab gefragt, Leute, habt ihr denn eigentlich auch
er sagte, ja, Betten müsst ihr auch mitbringen. Und deshalb habe ich dann damit gerechnet, dass wir keine einstecken müssen. Das ist Mobbing. Nicht mehr als sonst. Also, das Beste am ganzen Hotelzimmer. Ja, es gibt da und da. Handtücher. La. Da. Minibar ist auch inclusive. Oh, okay, sie haben an Schwangere gedacht. Es ist Kinderschoki drin, Sofa. Eine Cola. Jetzt nicht mehr. Bist du auch schwanger? Ja. Chips, Sea Salt and Black Pepper. Für dich ist Bier drin? Bier. Pilsner und Münchner Hell. Bier. Oh, Bier. Und wieder zu. Ruf jetzt meine Mutti an. Mama Handy. Mama Handy ist immer wichtig. Und auch sehr geil ist einfach die Box dazu. So, Sofa war zu schnell. Wir haben uns mega coole Tattoos geholt. Bei ihr steht natürlich auch Bright drauf. Was war das für eine Lache? Das war mal eine gehässige, schön wär's Lache. Ah, so, okay. Also eins habe ich gemacht, zwei habe ich gemacht, drei mache ich jetzt. Ja. So, schön drücken. Press! 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 Wenn du dein Kind hier kriegst, ich knie um. Werf euch hier ins Affengehege, werf ich euch. Direkt von oben runter. Hier kümmert sich jemand anderswo, bitte. Wie lange muss ich denn? 30. Was? Mindestens. So lange wäre eine Geburt. 30 Sekunden? Was hast du denn für eine Geburt gehabt? Sturzgeburt! Ja, 1, 2, 3. Da bin ich. Der Beweis, ob ich verkackt habe oder nicht. Und ob du die Braut bist. Ich bin es! Nicht. Ja. Team Bright! Yeah. Mega! Straffaltig. Okay. Das wird meine. Also. Oh mein Gott, ich bin eine Braut! Pressen! Press, press, press. Alright. Also, Waschlappen ab und... Trommelwirbel! Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Ich hab's bestimmt verkackt. Bam! Oh, Bright! Da! Da ist es! Okay, so rum geht's einfacher. Aber... Warte so. Yes! Okay, Tagespunkt Nummer 1 ist abgehakt. Wir sehen jetzt aus wie Bräute. Und Teambräute. Also ich in meinem weißen Kleid bin ja wohl mehr die Braut. Ich habe schon gesagt, sie hat mein Hochzeitskleid an. Aber vielleicht auch nicht. Erdgeschoss! Es geht los! Wir gehen shoppen. Und bummeln. Und essen. Schaut euch mal die Fahrstuhl an. Weil ich so viele Sonderwünsche hatte. Ich wollte nämlich meine Nudeln ohne Hühnchen und sie wussten nicht, ob sie es hinkriegen. Ich habe gesagt, sonst den Veggie-Burger-Alternativ. Aber schaut mal, richtig geil Mac and Cheese. Und du hast, oh Gott, das Messer sieht aber brutal aus. Burger, Cheeseburger mit Fries. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Also, guten Appetit. Guten Appetit. So, wir waren ein bisschen shoppen. Ich habe für meinen zukünftigen, oh Gott, wie das klingt, ein bisschen Naschis mitgebracht. Und zwar Lakritz bei Bülow. Das ist ja das, wovon wir oder ich ihm auch den Adventskalender geschenkt habe und er da so begeistert von war. Und da sind jetzt zwei Sorten und ein bisschen was zum Probieren.
Dann waren wir noch mal ganz kurz im Supermarkt. Das zeige ich euch gleich, was wir besorgt haben. Und wir waren bei Dunkin' Donuts. Da freue ich mich mega drauf. Und es ist, glaube ich, jetzt schon um und bei 6 Uhr bestimmt. Aber wir wollen gleich nochmal losziehen. Vielleicht essen wir vorher nochmal schnell einen Donut und hauen dann wieder ab. Aber einmal schnell den Einkauf ausräumen, denn da sind so ein paar Sachen drin, die können auch gekühlt werden. So, das ist unser kleiner Supermarkteinkauf gewesen. Wir haben fürs Zimmer eingekauft und für morgen. Und zwar fürs Zimmer sind die hier, weil morgen wird die Schokolade schmelzen. Und auch Erfrischungsstäbchen für den Kühlschrank. Und auch die sind für abends, sonst knittern die, wie sagt man, brechen, bröseln die. Die sind allerdings für den Zoo. Dann haben wir eingekauft, kleine Zitronenkuchen, hatten wir beide Bock drauf. Und Butterkekse gehen auch einfach immer, wenn es warm ist und man sich die Hände nicht voll schmieren will. Und ein bisschen was für abends. Für mich ist koffeinfrei, für Sofa die Mezzo. Ich hätte auch gerne welche gehabt. Und dann habe ich was so mega cooles gefunden. Und zwar FFP2-Masken in Pink. Seht ihr das? Richtig, richtig cool. Und weil wir ja fürs Fliegen ganz viele brauchen und für die Reise, habe ich jetzt die mitgenommen, weil ich auch mal was anderes ausprobieren wollte. Richtig, richtig cool. Tada! Das sind unsere Dunkin' Donuts. Jeder durfte sich 3 aussuchen. Sofort die Süßen. Ein Schäfchen. Wie hieß das? Mr. Monster? Ja. Und einen veganen Chocolate Chip. Für den es einen richtig teuren Aufpreis von 5 Cent gab. Ein bisschen merkwürdig. Und das hier ist irgendwas mit Jubiläum, mit Mango-Füllung, glaube ich. Das ist eine Erdbeere, also Strawberry. Und Crunchy Caramel. Die sehen mega geil aus. Du hast noch die Hälfte deiner Marshmallows vergessen. Macht nix. Schmeckt? Schmeckt. So, bevor wir unsere Party jetzt alleine schmeißen, werden wir jetzt einmal versuchen, ob wir oben reinkommen. Denn es gibt oben eine Rooftop-Party! Eine Rooftop-Party! Aber eine ziemlich geile Bar, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das draußen? Du hast noch deine Jacke an? Ja, das ist draußen. Echt? Rooftop! Eine Jacke? Rooftop! Okay. Sagte ich schon Rooftop. Wir haben uns jetzt fertig gemacht, irgendwie nicht so richtig viel. Aber ich glaube, mich nimmt eh kein anderer mit heute. Wir müssen nur eine hier verkuppeln. Meine Bridesmaids. Ja. Vielleicht muss Laura woanders schlafen. Ich schlaf bei den Affen. Also, ja. Ich bleib nüchtern, aber who knows? I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream. Then you walked past me and you saw me. So ihr Lieben, wir sind jetzt wieder auf dem Zimmer angekommen und es ist spät geworden und dunkel. Wir hatten den wunderschönsten Sonnenuntergang überhaupt. Wir hatten Besuch von einem Junikäfer. Der fand uns mega geil. Der wollte gar nicht mehr weg. Und die Getränke waren super lecker. Der Cocktail in dem Sofa hat. Einer Schwede. Der hatte Bums. Noch einen zweiten. Und ich wäre nicht heil runtergekommen. Ich habe mindestens genauso viel getrunken. Ich glaube, ich hatte einen halben Liter Eistee. Der war aber mega lecker. Das war Mango-Ananas-Eistee. Richtig geil, richtig aus frischem Saft irgendwie noch dazu. Ober-mega lecker. Ihr seht das, wir werden jetzt langsam Party! Party machen, genau. Wir machen jetzt langsam Party. Du, das ist die Box. Au! Das war mein Finger. Ich denke mal, wir werden jetzt so lange quatschen, bis wir irgendwann einfach tot im Bett einschlafen. Und es wird mega lustig. Und genauso muss das auch sein. Also wünschen wir euch jetzt eine gute Nacht.